Herzlich willkommen auf dem Channel Flight Level. Mein Name ist André und heute möchte ich euch zeigen, wie ihr euren Thrustmaster TCA Quadranten entsprechend so konfiguriert, dass ihr die Thrust Lever auch mit der ATR nutzen könnt. Die ATR ist nämlich jetzt neu erschienen. Sie ist ab dem World Update 13 verfügbar im Marketplace in zwei Versionen, einmal als ATR 42600 und ATR 72600. Solltet ihr mit der Microsoft Flight Simulator Standardversion unterwegs sein, so kostet der Flieger 19,99 Euro. Besitzer der Deluxe bzw. Premium Deluxe Version erhalten einen Rabatt als Bundle für 12,99 Euro. Jetzt möchte ich euch auch nicht länger auf die Folter spannen. Ab geht's in den Flieger, wir konfigurieren und los geht's. Und da sitzen wir in unserer ATR. Ja, wie ich finde, ein wirklich schöner Flieger, sehr detailreich, gefällt mir wirklich, wirklich gut. Aber damit wollen wir uns heute gar nicht beschäftigen. Heute geht es hier um den Thrust Lever. Auf der linken Seite haben wir einmal ein Tablet, da müssen wir auch gleich noch rein. Da kann natürlich noch viel mehr konfiguriert werden, aber wir schauen heute, wie ihr den Thrustmaster zum Laufen bekommt. Wie ihr seht, bewegen die sich überhaupt nicht, wenn ich hier etwas mache. Man hört zwar im Hintergrund etwas, aber so wirklich passiert da gar nichts. Um das entsprechend zu konfigurieren, müssen wir einmal ins Menü. Und das machen wir auch. Also einmal ab ins Menü und logischerweise dann in die Steuerungsoption. Macht euch wie immer am besten von euren Thrustmaster hier einmal ein neues Profil. Also einmal Voreinstellungen öffnen, Kopie und dann nennt es entsprechend ATR. Dann müsst ihr hier einmal in die Energieverwaltung, in den Gashebel und dann seht ihr, dass hier Achse Gashebel 1 und Achse Gashebel 2 aber jeweils 0 bis 100 entsprechend mit der L-Achse X und mit der L-Achse Y verbunden sind. Hier müsst ihr jetzt einmal auf der linken Seite den Filter etwas erweitern, geht einfach mal auf alle und scrollt runter, bis ihr die Einträge wieder seht. Jetzt ist es ganz wichtig, dass wir Achse Gashebel 1 ohne das in Klammern und Achse Gashebel 2 auch hier ohne Klammern entsprechend konfigurieren. Ich lasse die soweit erst einmal stehen, damit wir nämlich hier ganz schön adaptieren können. Also Joystick L-Achse X wählen wir einmal hier aus. Das ist immer ein bisschen tricky, das zu finden. L-Achse X. Jupp. Dann können wir die nämlich rauslöschen. Und dann machen wir hier auch einmal auf Gashebel 2 entsprechend die L-Achse Y. Dann löschen wir auch die einmal raus. Einmal anwenden und speichern. Zurück in den Flieger. Das war es zumindest von den Steuerungsoptionen. Und wie ihr sehen könnt, bewegen die sich jetzt. Wenn ich den Hebel hier einmal wegmache, dann seht ihr, wenn ich einmal auf Toga gehe, dann geht das. Aber die einzelnen Notches, die funktionieren noch nicht. Das müssen wir hier im EFB einmal konfigurieren. Dazu geht ihr einmal in die Option. Hier rechts oben gibt es dann den Throttle Setup. Wenn ihr den Thrustmaster TCA habt, dann habt ihr hier natürlich logischerweise auch eine Dual Axis und ihr habt auch eine Reverser Achse. Das könnt ihr schon mal einstellen. Jetzt geht ihr einfach und ihr müsst tatsächlich die Reverser Achse nicht gesondert konfigurieren. Ihr geht einfach in die Idle Stellung und drückt hier einmal auf Set und auf Set. Ich kann euch empfehlen, die Idle Tolerance hier auf 500 zu stellen. Für Notch auf 1000, denn tatsächlich ist der Thrustmaster relativ empfindlich und auch die Ramp Tolerance würde ich etwas höher stellen wollen, damit wir keine Gefahr laufen, dass wir das gleich nicht hinbekommen. Also 500, 1500, einmal auf Idle, hier seht ihr auch die Werte der jeweiligen Throttles und dann wie gesagt einmal auf Set und dann setzen die sich für beide Engines. Das haben wir jetzt getan, das heißt, Idle ist jetzt einmal gesetzt. Jetzt müssen wir natürlich den Thrust Lever weiter bewegen, also einmal nach vorne in die nächste Notch, die natürlich auf dem Thrustmaster Climb ist. Hier einmal auf Set und wunderbar. Dann noch einen nach oben auf MCT bzw. Flex in diese Notch einmal rein. Einmal auf Set. Dann habt ihr unten links die Möglichkeit, auch auf Validate zu klicken. Sollten sich irgendwelche Werte überschneiden, dann würde das hier angezeigt werden. Und mit Klick auf OK war es das auch schon.
Gucken wir einfach mal nach rechts. Wir gehen also mal ganz kurz zurück auf Idle. Das funktioniert. Ich mache mal Idle Reverse. Das funktioniert auch. Springt wieder zurück auf Idle. Ich gehe in die Climb Notch. Und jetzt seht ihr natürlich, hier gibt es die so nicht. Hier ist aber die erste weiße Notch. Hier ist die rote. Das heißt, wenn ich die jetzt ein Stück nach vorne schiebe, dann landet der auch da drin. Und wenn ich natürlich Toga mache, geht es nochmal einen Ticken nach vorne. Gehen wir nochmal zurück. Und auch nochmal da drauf. Funktioniert, wie es funktionieren soll. Wunderbar. Ja, und das soll es tatsächlich für heute auch schon aus diesem Video gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch zeigen, wie ihr dieses wunderschöne Flugzeug, wie sieht der wirklich echt schön aus, entsprechend mit eurem Thrustmaster TCA-Quadranten verbinden konntet. Sollte euch das Video gefallen haben, dann würde ich mich riesig über ein Abo, einen Daumen und auch viele Kommentare freuen. Sollte euch das Video nicht gefallen haben, dann, wie immer, erzählt am besten nicht weiter. Seit neuestem gibt es auch die Möglichkeit, auf Flight Level eine Kanalmitgliedschaft abzuschließen. Solltet ihr also zusätzlich den Bedarf haben, mich unterstützen zu wollen, dann freut mich das natürlich sehr. Wie gesagt, alles kann, nichts muss. Von daher vielen Dank im Voraus. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.